Liebe Pfaffenhofnerinnen und Pfaffenhofner, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einem Rundgang auf den Baustellen der Gartenschau Natur in Pfaffenhofen, die ja bekanntermaßen im Jahr 2017 stattfinden wird. Wir beginnen den Rundgang an der Insel. Und wenn Sie hinter mich schauen, müssen Sie schon alles an Fantasie zusammenkratzen, um sich vorzustellen, dass mal die Ilmenmauer weg ist, dass sich die Ilm aufweitet, dass man sich auf Sitzstufen hinsetzen kann, dass man auf die Terrasse des Cafés, des Angrenzenden gehen kann und eine Tasse Kaffee trinkt, während die Kinder in dem Spielplatz, der auf der Insel angelegt wird, rumtollen. Es wird ein ganz feines, kleines, städtebauliches Kleinod und ich verspreche Ihnen, bis Ende des Jahres wird es so sein. Wir sind jetzt im Bürgerpark angelangt, der zentralen Anlage der zukünftigen Gartenschau im Jahr 2017. Seit unserem letzten Besuch hat sich sehr, sehr viel verändert. Es sind die Wegeführungen erkennbar, es ist das Fundament gesetzt für die umlaufende Sitzbank. Es werden die Spielbereiche angelegt, der Stangenwald, der Froschkönig-Spielplatz. Die Fundamente werden gesetzt für den Hopfenturm, für den zukünftigen. Die Brücken sind fertig. Also man kann sich jetzt schon sehr, sehr gut vorstellen, wie sich das Ganze mal darstellen wird. Das alles macht eine große Freude und auch eine große Hoffnung, dass das mal ein ganz, ganz, ganz besonderer Punkt wird in Pfaffenhofen. Hinter mir wird schon fleißig am Hopfenturm gearbeitet. Da werden jetzt die Fundamente gesetzt. Im Sommer dann wird der Turm selbst aufgestellt. Rechts sehen Sie die Pflanzbeete, die Vorbereitungen für die Staudenpflanzungen. Es wird ein oranges Meer werden. Links von mir die Fundamente für die umlaufende Sitzgelegenheit, die den gesamten Bürgerpark umspannt, das sogenannte Parkband, die geschwungene Brücke, ein architektonisches Highlight, das zum Gelingen sicher beitragen wird, und der Flutgraben, der ja eigentlich ein technisches Bauwerk ist zur Ableitung bei Überschwemmungsereignissen. Aber wir haben versucht und ich denke erreicht, mit einfachen Mitteln hier eine Naturnähe zu schaffen, mit Kiesbänken, die sich bereits selbst angelandet haben. Da kann man dann mal reingehen und die Füße reinstecken ins kühle Wasser. Die Bäume sind gepflanzt, die Bänke sind gesetzt, die Abgrenzung der Wege ist erkennbar. Es fehlt nur noch der Einbau des Weges. Man sieht, die ersten Krokusse blühen, der Fischpass ist in Betrieb. Was jetzt noch fehlt, das ist der Umbau der Almühle. Hier wird ein komplett neues Gebäude gesetzt, es wird ein Wasserrad angebaut. Man kann dann anschaulich erkennen, wie mit Wasserkraft Strom erzeugt werden kann. Ja, wir sind jetzt im Bereich des Sport- und Freizeitparks. Ein Bereich, der weitestgehend fertiggestellt ist, wo man die Fantasie nicht mehr besonders anstrengen muss. Man muss sich nur noch die Blätter an den Bäumen, die Blumen in den Wiesen und die Rasenansaat am Stadtstrand vorstellen. Die Beachvolleyballanlage ist fertig. Die umfangreichen Umgestaltungsmaßnahmen im Bereich der Ilm zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt sind abgeschlossen. Wir werden ab April wieder auf 4 Monate Baustellenführungen anbieten, und zwar in den Monaten April, Mai, Juni und Juli, jeweils 2-mal im Monat. Die genauen Daten werden wir im Internet einstellen. Sie können sich da informieren und bitte melden Sie sich an. Und dann ganz dick im Kalender vermerken, am 18. September gibt es ein großes Baustellenfest. Da können Sie sich nochmal die ganzen Sachen anschauen, die wir so geschaffen haben in den letzten Jahren. Und uns wird es freuen, wenn Sie vorbeikommen.